Was für eine Kulisse hier. Am Strand, am Ufer hier bei Let's Play Hitman 2, beziehungsweise Hitman Episode 2. Ja, und freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge werden wir uns als Detektiv mit Francesca treffen, denn wir haben dieses Kostüm, beziehungsweise diese Kleidung in der letzten Folge erhalten. Und der Kerl hier vorne, dieser lustige Angler, der steht da immer noch, interessanterweise, obwohl wir da hinten irgendwelche ermordet haben. Oh. Das ist auffällig. Das musste ich leider machen. Und er checkt das immer noch nicht. Schaut euch den mal an. Der checkt das immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Das muss ich leider tun, Leute. Ich hoffe, der reilt das nicht. Nehmen wir mal die Waffe auf. Oh Gott. Kurz umziehen. So, verkleiden. Und jetzt ziehen wir die Leiche hier weg, weil das ja viel zu auffällig ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir hatten hier einmal eine Ärztin, hatten wir hier. Dann hatten wir einen Leibwächter von der Ärztin. Und obendrauf jetzt nochmal diesen Wachmann. Interessant irgendwie, was wir hier gerade abziehen. Wir haben so viele umgebracht hier. Das ist ja Hammer. Okay, beiseite. Tschüss. Plupp. Es macht plupp, es macht plupp, es macht plupp. So, Sekunde. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, wir hatten die Waffe gezogen. Deswegen hat er uns irgendwie, ja, verdächtig gesehen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall zu der Frau da nach hinten. Ich habe nochmal direkt sicherheitshalber gespeichert, weil man weiß nie, was passiert. Und reden mal mit der, weil die müssen wir auch noch umbringen. Wir müssen zwei Personen umbringen und etwas zerstören, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und Sapienza hier? Boah, die Insel da hinten habe ich ja gar nicht gesehen. Wie schön sieht das denn aus? Wäre so geil, wenn man da hinreisen könnte. Das wäre hammergeil. Mann, Mann, Mann. Ja, das neue Update gefällt mir unheimlich gut. Unheimlich gut. So, das ist Francesca. Hallo. Ah, Mr. Falcone. Looking slightly out of place. So, what's this about? Please be careful, okay? Kommt sie mit? Sie kommt mit. Die sollen wir nämlich umbringen. Das ist ja mal interessant. Okay, dann komm mal mit. Wenn ich stehen bleibe, was passiert hier? Moment mal, wir rennen mal kurz hier hin. Kommt sie mit? Wir sollen sie nämlich, glaube ich, gemeinsam, zumindest sollen wir sie begleiten, denn sie will uns irgendetwas anvertrauen. Ich weiß nicht, was für ein Geheimnis das ist. Aber er? Ach, das ist ein Leibwächter, oder? Deswegen kam er so argwöhnisch rüber. Ah, this is far enough. Mr. Falcone, what I am about to ask you might be highly unorthodox. Go on. About a month ago, Silvio Caruso hired you for an acquisition job. I need to know what exactly it was you acquired, and why. I'm afraid I can't do that. PI, confidentiality. I am willing to pay you handsomely. You could retire. Hire others to dig through garbage. Don't think so. I like to get my hands dirty. If you wanted to claim the moral high ground, you could have done so over the phone. Saved us both a trip. If you change your mind, you know where to find me. Die Frau sieht irgendwie ziemlich geil aus. Was ich damit sagen will, ist ziemlich interessant. Geil ist jetzt voll die falsche Beschreibung gewesen. Tut mir furchtbar leid, Leute. Wir sind ja hier nicht irgendwie geil ist geil oder sowas. Was könnten wir jetzt tun? Wartet mal, wir speichern ganz kurz. Ich habe Ideen gerade parat. So, wir haben mit der gesprochen. Sie kommt wieder. Wir könnten sie normalerweise umbringen und dort dann einsperren. Ist da eigentlich ein Geheimweg oder so? Schaut euch das mal an. Das sieht so aus. Ne, die machen eine Fliege, aber wohin?
I'm fine, thank you very much. What about you? Wohin führt der Weg? Das ist ja mal interessant. Wahnsinn. Okay, Leute, wir müssen die Frau umbringen. Allerdings weiß ich nicht, wie wir die Frau umbringen. Die haut jetzt leicht ab. Versucht irgendwie zu fliehen, aber ich weiß nicht genau... Was heißt fliehen? Die macht jetzt eine Fliege. Wie könnten wir die umbringen? Wie könnten wir die umbringen? Wir könnten die natürlich dort unten unterhalb umbringen. Oder wir sprechen die nochmal an. Komm, wir sprechen die nochmal an, wenn es geht. Das geht nicht. Aber was wir machen können ist... Ich hätte die da unten umbringen sollen, ne? Wartet mal, wir laden nochmal unseren Spielstand neu. Wo war das? Moment, Moment, Moment. Hier 21.58 Uhr. Sekunde. 21.57 Uhr, ja. Ja, machen wir mal hier. 21.57 Uhr. Einmal bitte laden. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss echt sehr, sehr vorsichtig sein. Das Spiel ist, wie gesagt, auch sehr schwierig, finde ich zumindest. Man hat viele Möglichkeiten. Und wenn wir Glück haben, können wir die alle hier eliminieren, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, Leute. Hier gibt's nicht so viele, oder? Ich glaube nicht, dass es hier so viele gibt. Nee, hier gibt's nicht so viele. Schaut euch das mal an. Das ist eigentlich unsere Chance. Probieren wir das mal. Ich meine das ernst. Okay, okay. Das war offensichtlich. Das war nicht so gut. Die haben das sofort gesehen, als ich die Waffe rausgepackt habe. Sie hat gesagt, sie braucht ernste Hilfe. Sie kriegt auch ernste Hilfe gleich. Ich werde es ihr so richtig schön reinrammen. Und den Männern ebenso. Okay, das ist die Chance hier. Hier ist auch einer, das weiß ich. So, Moment. So, Sekunde. Das ist eigentlich unsere Chance hier. Target down. Next up, Silvio Caruso. Ich mach eine Fliege. Die kommen jetzt von dort hinten, ne? Ja. Das sind einige. Okay, kommt rüber, glaube ich. Ist nur einer, ne? Ne, sind zwei. Wir rennen mal weg. Die wissen nicht, wer das war. Wartet mal, wir können es verkleiden. Leibwächter. Machen wir mal Leibwächter, das ist gut. Kommen die jetzt hierher? Mann, Mann, Mann. Da oben sind auch Feinde. Was geht denn hier ab? Wohin führt denn die Burg bzw. die Brücke dahin? Das kenne ich ja gar nicht, aber wir müssen hier durch. Einmal durchziehen. Autorisiert. Alter Schwede. Wir sind im Untergrund. Hier sollten wir auch rein. Cool, wir können den Strom ausschalten. Ob das Sinn ergibt, weiß ich nicht. Oh, das ist auffällig. Wir können hier nicht einfach durch. Können wir als Detektiv durch? Schau mal ganz kurz hinten. Würde mich mal ehrlich gesagt interessieren. Hier vielleicht. Villa Wachmann? Detektiv. Probieren wir es einfach mal. Oh, oh, oh. Das ist auffällig. Die wissen jetzt, wer wir sind eigentlich. Die haben uns einmal gesehen. Einen könnten wir eliminieren. Der Kerl, der... Das ist doch der Kerl, der immer angelt, ne? Ja. So, die machen jetzt eine Fliege. Und keine Biene. Es tut mir leid. Sehr gut. Jetzt nehmen wir kurz die Waffe. Und ziehen den mal mit. Ja, die wollen natürlich jetzt noch den Leichenbestatter
rufen, damit die ganzen Leichen mitgenommen werden, aber das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen, weil ich anwesend bin. Okay, Freunde, hier ist überall Blut. Hier ist noch eine Biolaborkarte und sowas, aber das bringt mir jetzt ehrlich gesagt herzlich wenig. Ich hätte normalerweise stattdessen, also ich habe ja jetzt in der letzten Folge zumindest, habe ich ja hier eine Frau reingeschmissen. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Ach, Mist. Leibwächter. Villa Wachmann. Machen wir mal Leibwächter. Verkleiden Sie sich als Küchenpersonal, steht da jetzt. Müssen wir jetzt auch nicht tun. Ja. Probieren wir es so. Wir müssen es so probieren. Ja, ich komme hier nicht durch. Verdammte Scheiße. Was wir machen könnten, ist kurz Strom ausschalten. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Oh Gott, wir können gar nicht speichern. Moment. Vielleicht draußen. Ach du Kacke, da unten, oben ist ja auch wieder einer. Auffälliger geht's echt nicht. Villa Wachmann? Detektiv. Machen wir mal Villa Wachmann. Das ist nicht auffällig eigentlich. Eigentlich. Und eigentlich ist immer eigentlich. So, manuelle Speicherung. Nehmen wir mal hier. So, Sekunde. Pistole wieder und dann versuchen rein zu gelangen. Der Kerl ist da irgendwie reingegangen. Gut, dass wir Francesca umgebracht haben. Ich bin sehr froh. Was haben wir jetzt nochmal hier am Start? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wo war das nochmal? Nein, das war falsch. Ich drücke immer die ganze Zeit. Ach, wie kann ich denn nochmal meine Aufgabenliste hier öffnen? Ah, mit F1, okay. Also, das ist die Frau, die wir umbringen sollten. Dann sollen wir noch den das Virus sollten wir zerstören. DNA-spezifisches Virus, was sie hier anstellen, weiß ich auch nicht. Und diesen Silvio. Dieser möchte gern Playboy. Ey, wieso kann ich nicht durch? Ach komm, was soll's? Strom ausschalten. Können die mich eigentlich sehen, wenn ich hier durchgehe? Ah. Der Arzt kommt, glaube ich. Der Arzt kommt. Perfekt. Das war richtig gut. Das ist ein Zahnlabortechniker oder so. Wir ziehen den mal raus. Ach nein, hier ist sogar was. Super. Einmal beseitigen. Alter Schwede, war das effizient gelöst. Das war ja mal richtig gut. Ich bin sehr froh gerade. So, Strom einschalten. Was ist, wenn wir normal ausschalten? Wir speichern kurz, das war wirklich richtig gut. Also da lobe ich mich gerade selbst. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie war die Aktion? Ein Wunder ist geschehen, Melek, ne? So, Strom ausschalten. Was passiert jetzt? Vielleicht werden die nervös. Wir gehen einfach mal durch. Ganz easy, locker. Einmal ruhig bleiben. Hallo, die Herren. Ich bin Melek und habe eine Glatze. Wahnsinn. Ethos Fieldler, you made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Scheiße. Wo könnte das Virus sein? Hier ist ein Schraubenschlüssel. Oh Mann. Da mit jemand einen auf den Deckel hauen, das tut weh. Okay, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Rattengift. Können wir gut gebrauchen eigentlich. Hey, hier hinter ist das Virus, oder? Speichern. Camcorder, Beweise zerstören.
Ach so, bevor ich dann das Virus zerstöre, muss ich das machen, glaube ich. Aber was ist hier? Hier sind jetzt nur Wachmänner? Sonst nichts, ne? Nee. Interessant. Das ist wirklich sehr interessant, gerade was abläuft. Das ist ein Schrank. Wahnsinn, ey. Das ist so geil gerade. Ja, wir hätten den Kerl jetzt auch noch umbringen können. Und dann hier rein, ne? Oder woanders entsorgen. Da hinten ist, glaube ich, der Virus. Das Virus. Gehen wir mal hier durch. Wahnsinn, okay. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss außerhalb durch, weil hier überall... Aha. Wir können es vergiften. Machen wir das mal. Wir haben Rattengift. Der... Was ist das für einer, der reinkommt? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal kurz hier rein. Einfach rein, einfach rein. Komm, komm, komm. Trinkt der was? Ich sehe nix. Hat der was getrunken? Ich glaube, das ist es doch. Das ist das Gift, was er gerade trinkt. Der lebt nicht lange. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, das ist das Gift. Da kommt noch ein anderer rein. Moment mal, er nimmt das mit dem Rattengift. Das wusste ich jetzt nicht, dass der... Jetzt stirbt der eine Kerl. Na, das ist super toll. Das ist ja mal schlecht jetzt gerade. Jetzt können wir normalerweise neu laden. Der Kerl wird auf jeden Fall sterben mit dem Rattengift. Raus, 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 raus. Magen-Darm-Beschwerden wird er haben. Moment, ich habe eine sehr gute... Oh, ja, das ist... Probably not the best time, but I couldn't help noticing. What kind of teeth are those? Right. Ich hab ne Idee. I'll come back. Jetzt hab ich ne Idee. Verbrechen wurde bemerkt. Wo denn? Nirgends. Die schlafen noch, Leute. Die schlafen. Verkleiden? Moment. Ich zieh den mal weg hier. Ach du Kacke. Ist das auffällig. Ziehen? Hallo? Der lässt sich nicht ziehen, oder was? Ich wollte schon sagen. Boah, das ist so auffällig, was ich gerade abziehe. So, tschüss. Ich habe dieselbe Bekleidung wie er, von daher spielt das keine Rolle. Aber die werden merken, hey, hier liegt Blut und das ist auffällig. Das ist nicht gut. Da kommt noch einer rein, glaube ich. Ja. Der sagt ja gar nichts. Der hat nichts zum Blut gesagt. What the? Schön. Er wollte sagen, what the fuck? Tschüss. Komm mit, liebe Leiche. Beseitigen und tschüss. Noch eine Leiche drin. Kommt der Kerl rein? Nein. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das war richtig gut gerade, wie ich finde. Wir können jetzt natürlich noch mehr vergiften, aber wir haben kein Rattengift mehr. Das ist das Problem. Ich habe das einfach falsch gemacht und ich muss dieses Rattengift auf jeden Fall... Science is the poetry of reality. Nö. Ach du Scheiße. Boah, was geht hier ab, Mann? Laborwachmann. Wir verkleiden uns kurz. Hier kommt keiner mehr rein, oder? Ziehen wir den auch noch ab hier rein, komm. Voll, das gibt es nicht. Das Ding ist voll. Vielleicht kriegen wir den hier rein. Beseitigen, komm. Boah, das wäre so gut, wenn wir zwei Leichen hier reinbekommen. Kommt da noch einer rein? Nein. Gott sei Dank. So. Codekarte nehmen. Den ziehen wir jetzt auch hier rein. Ja. Wie gut, Leute. Bin ich froh. Ich bin so froh gerade. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Das war mal richtig gut hier. Ein bisschen kleines Blutbad hier. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergehen wird von Hitman 2016 Episode 2. Das geht hier richtig, richtig, richtig ab. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch.